Wir haben Ende Februar, die perfekte Zeit, um Zwiebelgewächse oder zum Beispiel Knoblauch vorzuziehen. Und damit fange ich jetzt an. Hier habe ich zwei Saatschalen. Die sind gefüllt mit Kompost. Die mache ich jetzt feucht, damit sich die Erde schön vollsaugen kann. Dann habe ich hier Knoblauchsamen. Die habe ich von Knoblauch genommen, der geblüht ist. Und die gebe ich jetzt hier drauf. Einfach großzügig. Und hier habe ich Zwiebelsamen. Wie man sieht, die sehen genau gleich aus. Ist ja auch derselbe Pflanzentyp. Und die gebe ich ebenfalls großzügig hier drauf. Und dann kommt etwa 1 cm Erde oben drüber. Und von oben nochmal angießen. Und tagsüber werde ich sie rausstellen. Und nachts, wenn es bald ist, es noch zu kalt Ende Februar, hole ich sie dann wieder rein. Ich stelle sie nachts allerdings in einen unbeheizten Raum, nicht ins Warme. Dann würden die Pflanzen vergeilen. Das heißt, sie würden in die Länge wachsen, aber nicht kräftig werden. Und der Vorteil ist, Zwiebeln und Salat keimen bei denselben Temperaturen. Das heißt, ich kann mich hier drum gemeinsam kümmern. Während die anderen Sachen, die ich so früh aussähe, zum Beispiel Paprika und Chili, die brauchen eher warme Temperaturen. Deswegen stelle ich die in die Wohnung permanent bei über 20 Grad. In ein paar Monaten geht's weiter, wenn ich kräftige Pflanzen habe, und dann werde ich sie ins Beet einsetzen. Hallo liebe Zwiebelfans, jetzt mache ich noch ein kleines Experiment. Ich habe hier dieses Saatgut für Frühlingszwiebeln. Man kann ja auch die normalen Zwiebeln, wenn sie noch relativ jung sind, als Frühlingszwiebeln verwenden. Aber das hier ist eben eine spezielle Sorte. Hier habe ich jetzt schon eine kleine Saatpalette mit Erde gefüllt, mit Kompost. Und da gebe ich jetzt hier mal in jedes Schälchen so 5 Stück. Dann kommt hier Kompost oben drauf. Sprühe ich 1 bis 2 cm tief. Und hier angegossen. So, und das Experiment ist folgendermaßen. Wir haben Anfang März und ich werde es jetzt einfach so draußen stehen lassen und gucken, was passiert. Vielleicht ist es zu kalt, vielleicht ist es schon warm genug. Das wird sich zeigen. Ich werde es jedenfalls einfach hier stehen lassen. Hier haben wir die Steckzwiebeln, die in einem anderen Video durch Zufall entstanden sind. Und die werde ich jetzt hier einpflanzen. Also eigentlich sollten das ganz normale Zwiebeln werden, die ich gezogen habe. Aber es war einfach schon viel zu spät im Jahr, deswegen wurden sie nur so groß. Und die werde ich jetzt hier wie Steckzwiebeln einpflanzen. Da macht man einfach so einen Abstand von 10 cm und dann einen Reihenabstand von 20 cm. Es kann auch sein, dass diese Zwiebeln direkt in Blüte gehen und dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber das weiß ich auch dann danach erst. Und dann werde ich bald weiter berichten. Hier sind die vorgezogenen Zwiebeln. Sie sehen sehr gut aus, finde ich. Wie Schnittlauch. Ja, und wir haben jetzt Anfang Mai. Es hat eben seine Zeit gebraucht. Man könnte sie auch schon früher einsetzen. Aber eine gewisse Dicke müssen sie eben haben. Und ich werde sie jetzt hier in der Mischkultur mit Paprika anbauen und dazwischen packen. Ich hoffe, dass diese Pflanzen sich gut ergänzen werden. Ich habe keine Ahnung. Und zuerst holt man diesen Zwiebelklumpen hier raus. Er ist ganz schön verwurzelt, wie man sieht. Und dann teilt man ihn in die kleinen Zwiebeln. So, und diese Zwiebeln hier, die setzt man jetzt hier zwischen den Paprika ein. Also man kann sich vorstellen, jede Zwiebel wird natürlich am Ende dann so groß. Und Abstand machen wir dann so zwischen den Zwiebeln. 10, 20 cm muss es schon haben. Und es ist auch wichtig zu beachten, dass man das Ganze macht, wenn es relativ feuchte Witterung ist. Nicht zu trocken, damit die Zwiebeln gut anwachsen können. Vor allem, wenn sie so klein sind und die Wurzeln jetzt alle zerrissen werden. Also ich habe jetzt hier schon alle eingesetzt. Hier werde ich es jetzt nochmal zeigen. Also man macht einfach ein Loch. Steckt die Zwiebel irgendwie rein, am besten möglichst viele Wurzeln in die Erde und dann macht man zu. So sieht das Ganze schon ganz gut aus, finde ich. Wie gesagt, da kommt jetzt der Regen und
Wir werden dann in ein paar Tagen sehen, ob die Zwiebeln angewachsen sind, wenn sie sich wieder schön aufgestellt haben. Jetzt liegen sie alle erschlafft hier, aber sobald sie angewachsen sind, werden sie sich schön aufstellen. Hier haben wir jetzt die Frühlingszwiebeln, die ich einfach nur hier reingesät habe, um die ich mich nicht gekümmert habe. Wie man sieht, es hat hervorragend funktioniert. Sie sind schön gekeimt alle. Ich lasse sie noch einen Moment größer werden, bevor ich sie dann ins Beet einsetzen werde. Dann habe ich hier etwas ganz Feines gekauft. Das sind Seeschalotten. Rossa di Lunga, Rossa Lunga di Firenze, rote von Florenz. Sehr edel, wie man sieht. Es gibt große, ähnlich so ein Mittelding aus Zwiebeln und Frühlingszwiebeln. Schalotten sind ja sowieso so eine Mischung aus Zwiebeln und Knoblauch, könnte man sagen. Irgendwas da in diesem Bereich. Und die werde ich jetzt aussäen. Hier haben wir die Anzuchtplatte. Wir machen es genau wie vorher. Wir haben hier feuchtes Substrat drin. Und da mache ich jetzt überall einfach so ein kleines Loch in die Mitte mit einem Stöckchen. Geht ganz schnell, wie man sieht. Und dann wollen wir zusehen, dass wir am Ende pro Bund, sage ich mal, so vier Pflänzchen haben. So sieht das Saatgut aus. Das heißt, ich gebe jetzt überall so vier Samen rein. Jetzt mache ich die ganzen Löchchen zu, dass die Samen alle einen sogenannten Erdschluss bekommen. Wie man sieht, ist das Substrat sehr schön weich und locker, nicht lehmig, es ist Kompost. So, und die Erde ist wie gesagt sehr feucht. Die Platten standen über Nacht im Regen, deswegen gieße ich das Ganze auch jetzt nicht mehr an. Dann werde ich die Frühlingszwiebeln noch einsetzen, wenn sie die Größe erreicht haben, und mich wieder melden, wenn die hier gekeimt sind. Die Zwiebeln sind sehr gut gewachsen, wie man hier sieht. Zum einen sind die Schalotten hier schön aufgegangen. Unkraut wird entfernt, selbstverständlich. Und hier die Frühlingszwiebeln sind optimal gewachsen. Die hatte ich ja, wie gesagt, einfach nur ausgesät, mich nicht drum gekümmert. Also kann man machen. Die werde ich jetzt einsetzen. Hier habe ich schon ein paar eingepflanzt, wie man sieht. Und hier, wenn man das jetzt hier rausholt, sieht man einen schön durchgewurzelten Zwiebelblock. Und die setze ich jetzt einfach hier ein. So, Abstand braucht man nicht so viel, da die ja als Frühlingszwiebeln schon geerntet werden in jungem Zustand. Da reicht es, wenn man sie relativ nah pflanzt. So sind die Zwiebeln erstmal optimal in der Erde und werden jetzt noch angegossen. Hier sehen wir jetzt die gesteckten Zwiebeln. Wie man sieht, bilden sich hier schon sehr schöne Zwiebeln aus. Und hier muss man natürlich immer Unkraut wegmachen. Ich hatte ja zwischendurch mal gemulcht, das ist schon komplett weg. Das heißt, es ist vergangen und zu Dünger geworden. Es hat den Boden humoser gemacht, sozusagen. Und trotzdem kommt hier permanent neues Unkraut. Vielleicht werde ich noch mal eine neue Mulchschicht auftragen. Aber bis jetzt sieht das ganz vielversprechend aus. Also, es waren ja eigene Steckzwiebeln. Sehr gut auf jeden Fall. Und hier die Zwiebeln aus Samen, die wir zwischen den Paprikas platziert hatten, wachsen auch optimal. Muss man auch mal nach Unkraut gucken, immer zwischendurch. Ist ja auch eine dicke Mulchschicht, die verhindert auch das Schlimmste. Ja, und man sieht, die hängen den anderen nach. Ja, und jetzt versteht man auch, was mit Frühlingszwiebeln gemeint ist. Also, in diesem Zustand im Frühling haben sie eben diese Größe hier und könnten jetzt so als grüne Zwiebeln geerntet werden. Und sonst muss man sich hier auch um kaum was kümmern. Also die Zwiebeln mögen es eher trocken, das heißt, ich gieße sie nicht. Und auch Dünger brauchen sie eigentlich keinen. Die ausgesäten Zwiebeln wachsen eher so mäßig. Also viele sind ganz klein und verschrumpelt, andere sind so groß hier. Manche sind hier so verbogen. Das ist meistens die Zwiebelfliege. Die sorgt eben dafür, dass die hier so verkrüppelt wachsen durch die Larven. Und ja, viele sind auch einfach verschwunden. Wie gesagt, hier, die sind weg. Die da liegen schon um. Normal ist das das Zeichen, dass man sie ernten kann, aber sie sind halt noch ganz klein. Also
die ausgesäten Zwiebeln in Mischkultur mit den Paprika, eher so lala, würde ich sagen. Und jetzt hier die gesteckten Zwiebeln, da sieht man schon, die wachsen sehr ordentlich. Schöne große Exemplare, aber auch durch den Regen der letzten Woche, wobei die letzten zwei Wochen hat es ja geregnet, sieht man hier schon, dass sich Schimmel bildet. Man sieht es der Pflanze oben auch an. Es ist einfach viel zu feucht diesen Sommer und vor allem die Zwiebeln lassen einen das spüren. Was allerdings sehr gut gelaufen ist, das sind hier diese Frühlingszwiebeln. Die kann man jetzt hier reichlich ernten. Dann nimmt man immer pro Stapel, guckt man, was die dicksten sind und zieht die dann einfach so vorsichtig raus. So. So. Und die dünnen, die werden dann noch schön weiter wachsen. Da kann man jetzt jeden Tag ordentlich viele ernten. Das wird mir auch den ganzen Sommer reichen. Frühlingszwiebeln sind etwas sehr Feines. Und hier haben wir jetzt Lauch. Den hatte ich ja am Anfang ausgesät. Im Frühling noch. Ich dachte ja, es wäre Knoblauch. Aber es ist, hat sich herausgestellt, dass es Lauchsamen waren. Und der wird jetzt hier eingesetzt. Hier stand bis vor kurzem noch Kohlrabi. Das habe ich schon etwas aufgelockert, aufgekrümmelt. Und da wird das hier jetzt eben eingesetzt. Das geht ganz einfach. Man kann sich hier immer die Lauchpflanzen so vorsichtig rauslösen. Man sieht, hier sind die Wurzeln unten dran. Dann hat man hier die Pflänzchen, lockert die vorsichtig auf, möglichst ohne die Pflanzen stark zu beschädigen. So, dann hat man hier diese dünnen Lauchpflänzchen. Es ist jetzt Anfang Juli, das ist allerhöchste Zeit, das ist Winterporree. Das heißt, der wird im Winter dann geerntet. Und da macht man jetzt hier einfach so Löcher und setzt den dann schön tief ein. Abstand mache ich so 10 cm. Die Stangen, die werden nicht so dick. So. Ja, und so setze ich jetzt dieses ganze Schüsselchen hier ein, verteile es und dann wird das Ganze hoffentlich gut gedeihen. Also der Lauch ist jetzt schön eingesetzt. Und jetzt kommen daneben noch hier diese Seeschalotten. Die hatte ich ja auch ausgesät, schon vor ein paar Wochen oder Monaten eher. Sind auch ordentlich gewachsen. Immer so 4 Stück pro Kästchen. Und die kommen jetzt einfach daneben. Die werden hier rausgedrückt. Hier haben wir eine schöne Wurzelbildung. Also sehr schöne kleine Zwiebeln. Ja, und das gibt so längliche Schalotten. Hier nehmen wir auch so 20 cm Abstand zwischen den Reihen und dann zwischen den einzelnen Pflanzungen so 10 cm. Also das ist eine astreine Ware hier vom Allerfeinsten. Da kann man sich echt nicht beklagen. Und die werden jetzt hier auch wunderbar in den weichen Boden eingesetzt. Das ist schon etwas leichter als mit dem Lauch, weil sie ja schon ein kleines Töpfchen sind. Man kann den Lauch theoretisch auch so anziehen, in kleinen Clustern. Aber ich finde das einzeln irgendwie beim Lauch besser. Und es ist beim Lauch auch gar nicht notwendig, dem so ein Töpfchen zu widmen, weil man ihn einfach vereinzeln kann und pflanzen. Also die Schalotten sind jetzt auch im Boden und jetzt wird hier alles angegossen. Ruhig ordentlich. Vor allem der Lauch, der hat jetzt unten offene Wurzeln. Da muss auf jeden Fall ein Bodenkontakt hergestellt werden, damit das Ganze nicht austrocknet. Und so eine Kanne gebe ich dem Ganzen gleich nochmal. Die gesteckten Zwiebeln sind jetzt bereit für die Ernte. Das erkennt man daran, wenn das Laub hier oben umfällt zur Seite. Dann kann man davon ausgehen, dass sie fertig gewachsen sind. Und bei der feuchten Witterung momentan, da muss man sie jetzt auch ernten, sonst könnte das Ganze nämlich schimmeln. Deswegen hole ich die jetzt alle raus
und hänge die dann luftig auf, damit das Laub noch etwas trocknen kann. Dann ernten wir hier auch wieder Frühlingszwiebeln. Das muss man jetzt immer machen. Wie gesagt, ich habe hier mehr als genug. Die kommen auf so gut wie jedes Gericht momentan. Also, wir haben abzüglich des Eimers etwa 5,5 Kilo geerntet. Mit dem Grün natürlich noch dran. Und ich denke, für einen Quadratmeter Fläche kann sich das schon sehen lassen. Wir haben Mitte August. Ein kurzer Zwischenstand zu dem Lauch und den Zwiebeln. Wie man sieht, ist der Lauch sehr gut angewachsen. Und das, was ich empfehlen würde, ist jetzt hier zwischen einfach mal zu hacken und die Erde etwas aufzulockern. Hier hinten ist es sehr nass. Das ist eigentlich nicht so gut für so Zwiebelgewächse. Die mögen es lieber etwas trockener. Deswegen muss man die nasse Erde etwas lockern, damit sie schön abtrocknen kann. Dann hier die Säschalotten. Wie man sieht, kräuseln die sich etwas, aber wachsen auch noch und werden größer. Auch hier hinten die Frühlingszwiebeln wachsen sehr gut. Hier bin ich jeden Tag von am Ernten, wie ich das neulich schon mal gesagt hatte. Und der Vorrat, der ist schier unendlich. Ich ernte permanent neue und das wird auch noch bis zum Ende der Saison so weitergehen. Und ich habe ja am Anfang nur ein oder zweimal welche ausgesät und eingepflanzt. Also eine sehr ergiebige Pflanze, diese Frühlingszwiebeln. Und es bietet sich auch an, wenn man zum Beispiel auf dem Balkon oder auf der Terrasse gärtnern möchte, einfach Frühlingszwiebeln aussäen. Man hat immer was Frisches da, man kann es schön auf sein Essen geben und es verbessert einfach den Geschmack. So langsam sind auch die ausgesäten Zwiebeln bereit zur Ernte. Sie haben sich hier hinten allerdings nicht so gut entwickelt. Wie man sieht, ist es hier sehr schattig. Also sind hier in der Senke, es ist feucht, sie haben sehr wenig Licht bekommen. Also alles in allem war das keine sonderlich gute Idee hier. Also man sieht, die meisten Zwiebeln sind sehr klein. Sie sind nicht größer als so geworden. Andere sind etwas größer. Und man sieht schon, alles in allem ist das hier sehr nass. Also für Zwiebeln definitiv nicht optimal. Sie schimmeln jetzt hier in der Erde vor sich hin. Hier in der Mitte sind nochmal zwei größere. Die haben vielleicht etwas mehr Licht abbekommen. Also meine Vermutung ist einfach, dass es wie gesagt ein sehr nasser Sommer war. Sie hier so in der Senke stehen, wo es immer feucht ist. Und deswegen hat es nicht geklappt. Vielleicht werde ich es nächstes Jahr nochmal in der Mischkultur mit Paprika probieren. Aber dann an einer trockeneren, sonnigeren Stelle. Also, hier habe ich jetzt alle Zwiebeln geerntet und wie man sieht, ist es nicht der Rede wert. Brauche ich auch gar nicht zu wiegen. Ich meine, die größeren hier, die kann man schon so zum Kochen nehmen. Aber alles, was hier so mini klein ist, ich sag mal, alles ab dieser Größe und kleiner, die hier, die werde ich, denke, alle wieder nächstes Jahr nehmen. Als Steckzwiebeln, wie ich das auch bei den anderen Steckzwiebeln schon dieses Jahr probiert habe. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann im nächsten Jahr werde ich auch mal eine andere Option probieren, wie ich Zwiebeln aussäen kann. Vielleicht werde ich damit mehr Erfolg haben. Also überall im Garten sind jetzt diese Säschalotten bereit für die Ernte. Wenn man sich das hier anschaut, sieht man, die sind sehr schön groß geworden, hier überall als Zwischenkulturen. Und die isst man komplett. Also die hier sehen jetzt nicht mehr ganz so schön aus. Es hat die letzten Tage viel geregnet. Wenn es wärmer ist, ist das natürlich besser. Aber man kann auch hier sehen, ähnlich wie Frühlingszwiebeln, man isst hier oben das Grün mit. Man macht hier die äußeren ranzigen Schichten etwas weg. Dann braucht man das Ganze nicht mal waschen. So. Und so haben wir hier eine schöne Säschalotte. Die kann man jetzt direkt so klein hacken, wie gesagt, mitsamt dem Grün. Kann man sich hier in den Salat machen. Also eine sehr schöne, einfache Kultur. Mal eine Abwechslung zu den sonst üblichen Frühlingszwiebeln. Und ich bin damit sehr zufrieden. Also diese Kultur bietet sich sowohl an,
um kleine Lücken im Garten zu füllen. Da sind sie sehr gut gewachsen, wie man sieht. Aber auch auf einer Fläche so angebaut funktioniert das Ganze hervorragend. Hier hinten ist es etwas feucht, das mögen Zwiebelgewächse ja normalerweise nicht so. Aber nichtsdestotrotz haben sich auch hier hinten schöne Schalotten entwickelt. Wir haben Anfang Dezember und wie man hier hinten sieht, hat es den Lauch komplett zerschoben. Also das hatte hier überhaupt keinen Sinn. Die Pflanzen, die sind labberig, die sind klein geblieben. Ich denke, dem Lauch war es hier hinten viel zu feucht und vermutlich habe ich ihn auch zu spät gepflanzt. Also, wie man sieht hier, es sind keine richtigen Stangen da. Das Ganze ist ein einziges Desaster. Vielleicht ist er auch von Schädlingen befallen worden. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Reinfall. Das werde ich nächstes Jahr nochmal in anderer Form neu machen.